Retrohelden, gemeinsam spielt man besser. Herzlich willkommen zum Audiocast 18.2. Ich bin Perudo und ich freue mich, dass du dabei bist. In den nächsten paar Minuten stelle ich vor, was wird 2018 so passieren, und auch ein neues Konzept hier in meinem Kanal werde ich kurz vorstellen. Aber erstmal freue ich mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, du bist auch gut ins Jahr 2018 gestartet. Ja, traditionell wird ja an Silvester die Totally Tiny Arcade Session gespielt, hier auch auf mehreren Kanälen. Leider konnte ich dieses Jahr nicht teilnehmen, denn das Programm ließ sich dann unter Windows 10 nicht starten, und da ich ja ein bisschen knapp dran war, konnte ich auch leider keine Lösung rechtzeitig finden. Mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden, das heißt, das werde ich in den nächsten Tagen, Wochen noch nachreichen, und dann zeige ich euch und sage auch, wie das unter Windows 10 zum Laufen bekommt. Ja, die Programmvorschau, die ihr vielleicht von den vergangenen Monaten, Jahren kennt, die wird sich so ein bisschen aufteilen oder rutschen in das Quartalsvideo wie in dieses Video. Und da denke ich, haben wir eine gute Mischung aus ein paar Infos, ein bisschen Smalltalk und ein paar Informationen, wie wird es im Kanal weitergehen. Ich hatte für 2018, für mein Jubiläumsjahr, ja eigentlich angekündigt, einen Livestream zu machen, aber davon bin ich ein bisschen abgerückt. Ja, Technik braucht man und dieses Hin und Her und eigentlich auch Zuschauer, das wäre eigentlich auch ganz nett, aber die paar Leute, die hier ab und zu mal reinschauen, da bleibe ich doch erstmal bei den normalen Videos, und deswegen möchte ich so meinen Fokus eher so Richtung auf Let's Play Together Projekte hinzielen oder eventuell sogar Gäste ins Retrobeat mit einzuladen. Ja, schauen wir mal, was so 2018 kommen wird. Kommt Zeit, kommt Rat. Programmvorschau 2018. Es wird auf jeden Fall Sherlock Holmes Case of the Rose Tattoo weitergespielt. Das bin ich euch ja noch schuldig. Das habe ich auch nicht vergessen. Und das wird definitiv 2018 zu Ende gespielt werden. Ebenfalls ein Neustart von Thimbleweed Park, das habe ich in letzter Zeit ja auch vernachlässigt, aber auch das wird wieder kommen. Und da ich ja den Anfang tatsächlich nicht mehr so weiß, möchte ich das Spiel doch recht zügig, zumindest bis zu dem Stand, wo ich aufgehört habe, nochmal neu spielen. Das könnt ihr gerne überspringen oder gerne zugucken, das bleibt euch überlassen, aber ich glaube, es ist besser, dass ich nochmal von vorne beginne, denn ich weiß wirklich nicht mehr so viel vom Anfang. Was neu in den nächsten Tagen starten wird, ist The Dick. Das ist das letzte LucasArts Adventure, was ich noch spielen muss. Und somit wäre sogar mein Kanalziel erfüllt. Ich könnte mich zur Ruhe setzen. Das war ja der Initialschuss meines Kanals damals. Die Retro-Basis, ja, schon lange, lange her. Und ja, ich wollte eigentlich alle LucasArts Spiele, alle Scum-basierten LucasArts Spiele noch einmal spielen. Aber so die Motivation hatte ich nicht so unbedingt, aber dachte ich mir, hey komm, nimm die Videos einfach mal auf, teile sie die mit euch, und da war die Motivation wieder da und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es ist passiert, das letzte Adventure wird in den nächsten Tagen starten und da freue ich mich ganz besonders drauf. Bisher ist auch noch keine Remastered-Version angekündigt, von daher denke ich mir, werden wir uns auch mit der Pixel-Optik begnügen. Neu startet in diesem Quartal auch die Füchsin Lea ist auf Abenteuer und Foxtail werden wir spielen. Das wurde 2015 auf Kickstarter mal gestartet, aber leider nicht erfolgreich. Und jetzt vor kurzem als Early Access erschienen. Und da dachte ich mir, hey, da musst du direkt mal zuschlagen. Eine geniale Retro-Optik in neuem Gewand. Aber schaut selber mal rein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ebenfalls wird neu erscheinen Super Mario Land auf dem Game Boy. Das habe ich mir vorgenommen, einmal durchzuspielen. Und natürlich wird das Retro-Beat verlängert werden. Das heißt, wir werden querbeet durch die Konsolenwelt uns bewegen. Ja, ebenfalls, was ich zeigen möchte, ist das C64 Spezial, was ich auch in den letzten Tagen immer mal oder in den letzten Monaten immer mal wieder verschoben habe. Die Anfänge von Lucasfilm. Da sind ein paar Klassiker dabei. Es wird ein Angespielte geben, wenn ich es zum Laufen bekomme. Sid Meier's Simgolf. Das ist mir doch tatsächlich letztens im Keller wieder entgegengekommen. Und zwar habe ich immer noch so ein paar alte Sachen bei meiner Mutter unten im Keller. Ich hoffe, das läuft überhaupt noch. Und da habe ich das Spiel gefunden. Leider nicht so viel gespielt irgendwie damals. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, das ist damals. Also so alt ist es ja noch nicht, aber
Da freue ich mich ganz besonders drauf. Es ist eine Wirtschaftssimulation. Man muss so Golfplätze bauen und dann wird man bewertet. Und ich habe es eigentlich ganz nett in Erinnerung. Die Sommerferien, die werden auch 2018 wieder kommen. Und letztes Jahr hatte ich ja ein 3-Fragezeichen-Adventure gespielt. Und ich kann euch versprechen, dieses Jahr wird es wieder eins geben. Ich muss mich ja jetzt in den nächsten Tagen mal wieder durch die Grabbelkisten beim Mediamarkt und Expert und Saturn, wie sie alle heißen, mal durchgrubbeln und grabbeln. Vielleicht finde ich hier wieder eins. Ich hätte schon Lust darauf. Das war ja eher so ein Trash-Projekt, aber war ganz nett. Ja, 2018 gibt es natürlich auch wieder Weihnachten mit den Retro-Helden und ein spezielles Programm zum Jubiläumsjahr. Das scheint jetzt hier auch so ein bisschen Tradition zu sein auf YouTube, Jubiläen zu feiern. Also, aber auch ich habe tatsächlich dieses Jahr 5 Jahre Perudor 2013 bis 2018, 2013 gestartet mit Retro-Basis und ja, da wird einiges an Spezialvideos kommen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Wenn dann noch Zeit sein sollte oder je nachdem, wie es klappt, habe ich mir noch so 2-3 optionale Projekte ausgesucht. Baphomets Fluch, das würde ich schon gerne mal wieder spielen, aber aktuell haben wir tatsächlich hier diesen Adventure-Monat im März. Wir haben Foxtail, wir haben Sherlock Holmes, wir haben Thimbleweed Park, wir haben The Dick, also wir haben wirklich Massen an Adventures in den nächsten Tagen, Wochen vor uns. Also ich hoffe, dass trotzdem noch Baphomets Fluch 2018 klappt. Ich würde gerne Sam's Journey doch nochmal spielen. Es hat mir sehr gut gefallen und vielleicht wird es tatsächlich ein Let's Play geben. Ich muss ein bisschen an meiner Power noch arbeiten. Das hat ein bisschen geruckelt zwischendurch. Wahrscheinlich mal den Codec wechseln oder das Aufnahmeprogramm. Aber das denke ich, das sollte ich hinbekommen. Und wo ich auch so ein bisschen drauf schiele, ist Prince of Persia 2. Das würde ich auch nochmal sehr, sehr gerne spielen. Das war in der damaligen Zeit einer meiner Lieblings-Jump-and-Runs. Audiocast. Ich hatte ja angedeutet, dass diese Quartalsvideos so ein bisschen aufgepeppt werden mit speziellen Themen und dazu möchte ich dann quasi einen Audiocast oder einen Podcast zu bestimmten Themen im Rahmen dieses Quartalsvideos aufnehmen und letztendlich soll so ein Audiocast aus bestimmten Themen Informationen so rund um das Thema Retro-Nostalgie gehen. Nur so allgemein ein bisschen darüber reden. Es soll auch nicht jetzt ausarten oder irgendwie eine vollständige Recherche sein, sondern einfach so ein bisschen, was mir so gerade mal so einfällt. Und auch in jedem Quartalsvideo oder beziehungsweise hier in diesem Rahmen ein Spezialthema, das heißt Nostalgie im Fokus. Da werde ich eine Sache etwas besonders verstärkt vorstellen, so ein paar Gedanken oder Erlebnisse dazu mit euch teilen und das heißt dann letztendlich Nostalgie im Fokus. Ebenfalls in diesem Audiocast sollen so aktuelle Themen zu Nintendo diskutiert werden, was ich so aufschnappe und letztendlich auch an euch ein paar Fragen stellen. Da könnt ihr eventuell so 1-2 kurze Antworten in die Kommentare geben, damit das auch so ein bisschen aufleben kann. Zumindest die 2-3 Leute, die hier regelmäßig mal reingucken. Retro und Nostalgie, das sind ja so Begriffe, die einfach gesagt werden und da stellt man sich eigentlich die Frage, was ist was? Was ist Retro? Was ist Nostalgie? Das ist, glaube ich, für jeden etwas anderes. Retro. Was ist Retro? Ist das ein Trend? Das Beste von damals? Also ich trenne definitiv Retro von Nostalgie. Retro ist für mich etwas, was man heute nochmal erleben kann oder sehen kann, eventuell mit der Technik oder wie es damals war. Ein sehr gutes Beispiel ist tatsächlich das aktuelle Spiel, was ich jetzt spiele, Foxtail. Das ist quasi eine Retro-Optik, also es ist gepixelt, es ist schön animiert, es setzt sich selber Limitierungen. Es gibt natürlich ein paar neue Effekte, wie zum Beispiel die Hotspot-Anzeige, aber das lassen wir mal außen vor. Aber es ist natürlich eine neuere Technik. Gut, die Wintermute Engine, die kenne ich jetzt nicht so gut. Das ist, glaube ich, eine Open Source oder eine kostenfreie Engine. Da kann man sehr gut Adventures mitentwickeln, so ähnlich wie AGS, also Adventure Game Studio. Und man bedient sich quasi dieser
Retro-Elemente, die man aus den 90er, 80er, 90er Jahren kennt, zumindest die ich kenne. Wir sehen auch hier oben und rechts die Retro-Blumen. Aber Retro kann natürlich auch ein Trend sein. Also wenn man überlegt, wenn jetzt Leute wieder mit Schlaghosen durch die Gegend laufen oder hier diese, gab es nicht mal eine Zeit lang, wo die diese Kunststoffbrillen getragen haben. Man kann auch sagen, dass Retro eventuell das Beste von damals nochmal neu aufgelegt ist. Man erinnert sich gerne dran. Und ich finde, da gibt es für mich eine starke Trennung zur Nostalgie. Nostalgie bedeutet nicht unbedingt Retro, kann natürlich auch Retro bedeuten, aber Nostalgie ist für mich immer verbunden mit Erinnerungen und Gefühlen. Wenn ich mich erinnere, wie es damals war, zum Beispiel Prince of Persia zu spielen, dann ist das nicht nur das Spiel selber, sondern das Ganze drumherum. Wie ich das Spiel gekauft habe, zum Beispiel bei Joysoft, gibt es nicht mehr. Oder wie ich es mit einem Freund zusammen gespielt habe. Oder wie damals der Joystick kaputt gegangen ist, den ich dann noch reparieren muss mit meinem Vater zusammen. Das sind alles so Punkte, die da mit dazugehören. Das ist ein größeres Paket. Das ist nicht nur das Spiel, sondern das ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich damit verknüpfe. Oder eine weitere Erinnerung, was natürlich noch die Sinne anspricht. Ich hatte die Möglichkeit damals mit einem Freund relativ früh an den Computer zu kommen, weil sein Vater das benutzte in der Werkstatt. Und wenn man dann reinkommt und quasi diese Gerüche dieser Werkstatt aufnimmt, dann war das mit ein prägendes Element. Und es ist schon jetzt leider viele, viele Jahre her, aber ich bin dann irgendwann später nochmal in diese Werkstatt gegangen und hatte sofort dieses Erlebnis, diese Erinnerungen verknüpft mit diesen Gerüchen. Und das ist für mich Nostalgie. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt heute aufwachsen würde und Monkey Island spielen würde, dann kann ich nicht sagen, das ist nostalgisch, sondern das ist eher Retro. Sind alte Spiele eigentlich besser als neue Spiele? Das kann man so auch nicht sagen. Also ich habe jetzt eine Nachricht gelesen, dass ein Entwicklerteam mit der alten, war das Quake Engine oder... Ich meine, die Quake Engine, aber ist auch geil, wenn man mit einer alten Spieleentwicklungs-Engine ein neues Spiel programmieren, aber halt quasi in dieser alten Engine-Technik. Mein erster Gedanke war, die sind verrückt. Warum macht man das? Warum nimmt man eine alte Engine, setzt sich selber die Limitierungen auf und versucht, das Spiel zu entwickeln? Aber genauer betrachtet, es ist natürlich eine sehr einfache Technik, oder zumindest für die Personen, für die Entwickler, zumindest so interpretiere ich das, eine sehr einfache Art, die damalige Zeit einzufangen. Also das heißt, die programmieren ein Spiel, nutzen die alte Technik, haben ihre Limitierungen und kennen ihre Grenzen. Und somit ist es eigentlich, ja, in Anführungszeichen ein Erfolg, dass was da rauskommt, das hat was mit den Spielen zu tun, die damals entwickelt wurden. Das ist für mich auch Retro. Pixelgrafik. Das hat für mich auch was Retro, weil ich dann immer an die damalige Zeit denke. Diese schöne, schön gepixelte Sachen. Thimbleweed Park zum Beispiel. Das ist auch so ähnlich wie Foxtail, ein ja, auf Retro-Optik getrimmtes neues Spiel. Aber das heißt nicht, dass neue Spiele uninteressant sind. Ich mag auch gerne neue Spiele, aber ja, das ist halt so ein bisschen, wird einem warm ums Herz, wenn man die Grafik sieht. Schönes Beispiel ist von LucasArts Monkey Island 1 und 2 die Special Edition. Die ist sehr schön, im Gegensatz vieler anderer Meinung. Ich mag diese Neufassung sehr, sehr gerne. Gut, beim ersten Teil sind die Haare so ein bisschen komisch vom Guybrush, aber egal. Aber wenn ich dann quasi diese Hotspots-Anzeige drücke, ich glaube, es ist auch bei Vollgas, ist nämlich auch der Fall, dann kann man in diese Pixel-Optik umschwappen. Und da denke ich mir, ja, da spricht das Herz. Weil heutzutage sieht es schon ein bisschen, ja, eigentlich schon in Anführungszeichen fast gruselig aus, weil es halt stark gepixelt ist. Aber das ist für mich halt das, was es damals war, und das ist das Nostalgische daran. Und so der Höhepunkt würde ich schon sagen, es war tatsächlich 80er, 90er Jahre. Und ich stelle mir die Frage, gibt es heute eigentlich noch neue Ideen oder tatsächlich irgendwelche Abwandlungen von alten Spielen? Es gibt tatsächlich neue Ansätze. Zum Beispiel Firewatch ist ja eine sehr schöne, ja, interessante Variante zwischen Adventure, Entdecken, Exploring,
der Gegend und die Geschichte zu erleben. Ja, es ist aber wirklich sehr, sehr schwierig, das natürlich zu sagen. Also für mich war tatsächlich der Höhepunkt 80er, 90er Jahre, weil ich es gewohnt war, dass man eine kleine Idee, ein Spiel umsetzen kann. Man war natürlich da damals auch limitiert, C64 zum Beispiel, 256 Blocks, wie viel das auf jeden Fall passen, bitte korrigiert mich. Ja, das war's dann. Ob man eine zweite Diskette mit in die Packung legt, das war schon wirklich eine Überlegung für viele. Ja, und deswegen hat man quasi eine schöne Idee gut umgesetzt und das hat Spaß gemacht. Heutzutage arbeiten keine Ahnung, 300 Entwickler an Call of Duty 17 und ja, das ist dann, ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich viel länger spielen oder viel mehr Stunden hineinstecken. Und damals, ja keine Ahnung, da gab es halt 3-4 Level von Who Dares Wins oder was auch immer, da war das Spiel zu Ende. Ja, es war aber trotzdem cool, dann hat er nochmal gespielt. Und dann ist auch die Frage, was heißt Retro, was ist Nostalgie? Ist es verrückt oder ist es cool, alte Konsolenhardware zu nutzen, tatsächlich einen Röhrenbildschirm zu haben, die alte Konsole dran zu schließen und damit der Originalhardware zu spielen. Das ist bestimmt der Kick. Also das würde ich sehr, sehr gerne auch nochmal machen. Aber ich schätze natürlich auch die Vorteile der Emulation. Vorspulen, speichern, wann man möchte. Also es hat schon alles Vor- und Nachteile. Und das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, sowas abzugrenzen. Was ist Retro letztendlich? Wo hört Retro auf? Es gibt Leute, die sagen einfach, ja, alles bis einschließlich PlayStation 2 ist Retro. Oder sagen einfach, die letzten 10 Jahre, das ist Retro. Also nicht die letzten 10 Jahre, sondern alles, was vor 10 Jahren war. Deswegen, ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Ich wollte eigentlich eher so auf den Vergleich zwischen Retro und Nostalgie mal eingehen. Dass man das, zumindest ich trenne das sehr gerne. Und eigentlich für mich sehr einfach, Retro, Optik, Nostalgie ist so ein bisschen die Gefühle. So, mein Gott, jetzt habe ich mir jetzt hier einen Wurm geredet. Kommen wir zum Höhepunkt dieses Audiocast oder dieses Retro versus Nostalgie. Und zwar die Nostalgie im Fokus. Monkey Island oder doch nicht. Ja, Monkey Island. Es gibt zwei Teile, zumindest für mich die wahren zwei Teile. The Secret of Monkey Island und Monkey Island LeChuck's Revenge. Der dritte Teil ist ja ohne Ron Gilberts Zutun entwickelt worden, aber auch ein ganz, ganz hervorragender Titel, der macht mir enorm viel Spaß. Also für mich gehören diese drei Teile tatsächlich zum offiziellen Monkey Island-Universum. Der vierte Teil ist unterirdisch schlecht. Ist zwar auch von LucasArts entwickelt worden, die Story ist noch nicht mal so schlimm, finde ich, aber die Steuerung geht gar nicht. Ich habe es auf meinem Kanal gespielt, ich habe mich lange gewunden, dann doch endlich durchgezogen, weil ich dachte mir, hey, ist es von LucasArts, dein Kanal, Ziel ist es, ne? Alle LucasArts-Spiele zu spielen, von daher, ja. Gut, es ist kein Scum-Spiel, es ist ein Grim-E-Spiel, eine neue Technik, aber denke ich mir, das muss kommen. Aber der fünfte Teil, den tue ich mir wirklich nicht an. Monkey Island 2 habe ich persönlich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich weiß das noch damals, hat meine Mutter nämlich noch erzählt, sie hatte nämlich das gekauft, das Spiel. Und kam dann zu Hause an und hat dann gesehen, da sind so labbelige Disketten drin. Das waren die 5 1/4 Zoll Disketten. Dachte sie, nee. Habe ich mich vertan oder der hat sich vertan, keine Ahnung. Ist dann nochmal zurückgefahren und hat dann glücklicherweise die 90 mm Disketten bekommen. Und das war dann eine schöne Sache. Das war tatsächlich die deutsche Version, die ich bekommen habe von einem Freund. Oder bei einem Freund habe ich das gespielt. Und zwar, er hatte nämlich die englische Variante. Da sind wir relativ weit gekommen. Das war eigentlich ganz, ganz nett. Aber ich fand die deutsche Übersetzung eigentlich auch sehr schön und hatte da sehr viel Freude dabei. Eigentlich wollte ich Monkey Island gar nicht spielen. Also ich habe ja am Anfang eher Sportspiele gespielt. Also Leaderboard auf dem C64. Also auch Golfspiele und Tennis. Und ich weiß gar nicht warum. Heutzutage wahrscheinlich furchtbar langweilig. Aber das war so, ja, das war einfach cool, das zu spielen. Und selbst PGA Golf Tour, auch hier Tiger Woods, was später war, habe ich immer mal ganz gerne vorm Schlafengehen eine Runde gespielt. Hat unheimlich entspannt, obwohl man eigentlich nur die Maus schubsen musste bei den neueren Titeln. Bei den alten Titeln reicht es sogar einfach, die Maustaste zu drücken.
aber fand ich ganz entspannt und konnte man sehr gut einschlafen. Zumindest besser, als wenn man vorher einen Horrorfilm guckt. Ja, eigentlich wollte ich mich ja gar nicht auf diese Adventure einlassen, weil ich dachte mir, ja, Adventure rumklicken und ich kann natürlich diese alten Text-Adventures vom C64, fand ich eigentlich doof, also war eigentlich sogar eine falsche Vorstellung davon. Und die ersten Sierra-Adventures, die waren ja auch so halbe-halbe, ne, hier Gold Rush, da muss man auch was tippen, aber man kann auch hier was sehen auf dem Bildschirm. Also, wie gesagt, ich wurde dann glücklicherweise eines Besseren belehrt, sogar mit Monkey Island 2, das hat mich sofort total in den Bann gezogen. Ja, und das war eigentlich die Geburtsstunde für LucasArts Spiele. Ich habe zuerst Monkey Island 1 2 gespielt und dann tatsächlich danach Monkey Island 1 oder zumindest vielleicht sogar parallel, aber zumindest mit 2 habe ich begonnen. Und auch bei Monkey Island 1, da habe ich mich auch vergriffen irgendwie. Da habe ich die erste EGA-Version mir besorgt. Und ja, das ist irgendwie dann aufgefallen und dann konnte ich mir die VGA-Version doch noch zulegen und das war wirklich eine Wohltat für die Augen. Obwohl Lumen EGA schon eigentlich sehr schick, also das hat schon was Künstlerisches, also gerade diese Gläserstadt, aber nichtsdestotrotz, ja, krank zu Hause, Monkey Island 1, das war der typische Trend damals, wenn ich krank war und nicht zur Schule musste oder durfte. So nach dem ersten, zweiten Tag, dann geht es einem doch schon wieder ein bisschen besser und ja, der letzte Tag war dann meistens langweilig, bevor man wieder in die Schule konnte und da habe ich tatsächlich das Spiel durchgespielt. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht, ich weiß auch nicht warum und das hatte ich dann tatsächlich eine Zeit lang als Tradition genommen, eben wenn ich krank war, eine Runde Monkey Island 1. Warum nicht 2? Ich kann es echt nicht sagen. 1, das war halt dieses, ja, das Gemütliche daran. Der Schwertkampf, ja gut, der war ein bisschen nervig. Ich bin froh, dass er im zweiten Teil nicht drin ist. Er ist super genial, Schwertkampf. Gar keine Frage, ein geniales Rätsel. Aber wenn man es tatsächlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Mal durchspielt, dann ist er irgendwann nur noch nervig. Da wäre es schön gewesen, wenn man so einen versteckten Knopf hätte, um das zu überspringen. Junge, Junge, ja, Nostalgie im Fokus. Ja, Monkey Island 2 verbinde ich wirklich sehr, sehr viel damit. Deswegen, das ist so ein bisschen, ich habe es ganz, ganz grob umrissen, Nostalgie. Ist natürlich auch Retro, aber für mich ist es Nostalgie, weil ich halt sehr viel damit verbinde. Wie gesagt, vom Freund gezeigt bekommen, er hat mich angesteckt mit seinem Fieber. Erst die englische Version, dann die deutsche Version. Man hat tatsächlich mit dem Lexikon daneben gesessen und übersetzt teilweise. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich dann damit verbinde. Oder beziehungsweise noch viel, viel mehr, was mir jetzt spontan nicht einfällt und ich jetzt auch die zeitliche Rahmen nicht sprengen möchte. Was ich aber noch zeigen möchte, ist, was ich dann zum Geburtstag dann später oder zu Weihnachten, je nachdem, oh, ich weiß gar nicht mehr, habe ich zum Geburtstag bekommen, muss irgendwann im Sommer gewesen sein. Dann habe ich ein Lösungsbuch geschenkt bekommen, weil meine Mama dachte, ich komme da nicht weiter mit dem Spiel. Leider hatte ich es schon eigentlich durch Richtung Weihnachten. Und das sah dann so aus, das ist im Februar 92 erschienen. Monkey Island 2 von Babiel, Ernst und Preußer aus dem Cybex Verlag. Das ist ein Lösungsbuch. Also früher hatten wir ja gar kein Internet, sondern wir mussten tatsächlich auf Zeitschriften warten oder auf Lösungsbücher, wenn es da mal eins gab. Das war, glaube ich, so, das ist ziemlich das Einzige, was ich jemals besessen habe. Und ja, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht aufgebaut. Ich habe mal hier ein paar Seiten eingescannt oder beziehungsweise abfotografiert. Ich hoffe, es ist lesbar. Wir haben hier quasi einen Prosa-Text, das so ein bisschen beschreibt, was hier passiert. Guybrushs Memoiren, Monkey Island 2. Da hängt er nun, unser Guybrush, in irgendeiner Höhle und weiß nicht weiter. Doch was ist das? Von oben fällt ein Seil herunter, an dem Elena unten klettert. Psst, 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 pss. Guybrush, was machst du denn da? Fragt sie spöttelnd. Ja, man hat quasi diese Lösung in einen Prosatext umgeschrieben und schön umschrieben. Das kann man tatsächlich echt wirklich abends gemütlich lesen oder zwischendurch irgendwann. Also heutzutage kann ich ja nur noch abends im Bett lesen oder im Zug, wenn ich pendel. Aber das war echt, das ist sehr schön. Ich habe mir das, wie gesagt, tatsächlich nochmal durchgelesen hier vor unserem Audiocast. Man kann es wirklich sehr schön lesen. Man wird unterhalten. Gut, das ist jetzt nicht hohes Niveau. Die haben es manchmal sehr, sehr mit einfachen Worten wiedergegeben. Aber es ist die ganze Lösung drin. Und wenn man es so durchliest,
und nicht direkt am Computer sitzt, ist das eine perfekte Sache. Man kann es einfach mal durchgelesen haben. Man hat so ein paar Ideen, wie man an die Lösung rangeht. Also es hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Bis, wie gesagt, manchmal der sprachliche Gebrauch ist so ein bisschen unterirdisch. Ja, und dann gibt es quasi nach diesem Prosatext nochmal eine, nach Orten sortierte oder beziehungsweise zusammengefasste Lösungsskizze. Das heißt, wir haben hier einen bestimmten Ort, zum Beispiel allgemein in der Küche, in der Wäscherei, und man kann quasi hat eine Walkthrough-Lösung, die man kurz und knapp abklappern kann. Also das heißt, wenn man nicht Zeit und Lust hat, diesen Prosatext zu lesen, sich die Informationen einzeln rauszufischen, hat man hier nochmal eine schöne tabellarische Übersicht, und das finde ich ist eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht. Und es gibt noch eine dritte Sache in diesem Problem und nochmal eine FAQ. Das ist keine komplette Lösung oder auch kein Walkthrough, sondern es ist einfach bestimmte aufgelistete Punkte, zum Beispiel wie bekomme ich hier die vier Zutaten für Lagos Puppe oder wie gelange ich in die Küche. Das sind so einfach so Fragen, die man sich so stellt während des Spiels, und die werden halt kurz und knapp beantwortet. Finde ich sehr, sehr gut gelungen, und ja, das kam leider zu spät. Naja, egal, aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, das war der Audiocast 2018-2. Naja, jetzt sind wir doch schon fast auf eine halbe Stunde. Ein kurzer Einblick, was halt grob übers Jahr verteilt passiert, was jetzt in naher Zukunft passiert. Und ich denke, da sehen wir uns auch nächstes Quartal wieder. Ich hoffe, es wird ein bisschen kürzer. Ich lasse mir was Schönes einfallen. Wenn ihr irgendwie Wünsche habt, natürlich gerne reinschreiben. Kann ich sehr, sehr gerne drauf eingehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Besucht mich bald wieder, und dann sage ich nochmals Danke und auf Wiedersehen. Tschüss.